Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist schon ein bisschen länger her, dass ich eine Challenge gestartet habe, aber heute ist es wieder soweit. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch bei BenQ bedanken, denn sie haben mir ihr 4K Entertainment-Bildschirm zur Verfügung gestellt, das Modell EW3280U. 32 Zoll IPS Display mit 4K UHD Auflösung, großer Farbraum dank HDRI und FreeSync. Geil! Ohne HDRI, mit HDRI, ohne HDRI, mit HDRI. FreeSync, kein Verschwimmen, keine unscharfen Bildübergänge und keine optischen Lags. Ideal für Animationsfilme, actiongeladene Serien und spannendes Gaming. Das mit dem Gaming kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Meine Fragger-Quote war auf jeden Fall vor einigen Tagen ziemlich hoch. BenQ. Satter und fein definierter Sound. Auch ein fein abgestimmter Sound gehört zu einem immersiven Filmvergnügen. Dank 5 optimal vordefinierter Presets holst du immer das Beste aus dem Sound heraus. Keine Ahnung, warum ich jetzt so komisch schwätze. Also hier sind die Presets: Cinema, Pop Live, Dialog Vocal, Rock Party und Game. Bediene und steuere den EW3280U bequem per Fernbedienung aus jeder Position im Raum. Nicht nur meinen Monitor kann ich damit ansteuern, sondern auch die Beleuchtung. Und wenn ihr euch das Ganze nochmal durchlesen wollt, Link in der Videobeschreibung, checkt es auf jeden Fall ab. Achso, bevor ich es vergesse, was für Anschlüsse hat überhaupt der Bildschirm? Zweimal HDMI 2.0, ein DisplayPort und ein USB-C-Anschluss. Wie gesagt, ich habe den jetzt ein paar Wochen, ich habe gezockt, Musik produziert, Videos geschnitten, Bilder bearbeitet und für mich reicht das vollkommen. Kommen wir nun zum interessantesten Part des Bildschirms für mich, das Soundsystem. Zwei normale Speakers plus ein Subwoofer integriert in diesem Bildschirm, was ich dann natürlich sofort getestet habe. Wow, das ist ganz geil. Aber dann kam ich auf diese geniale Idee, kann man auch mit diesem Bildschirm Musik produzieren? Und damit ich das volle Spektrum des Soundsystems nutze, habe ich mir gedacht, was für ein Musikgenre kann ich denn nehmen? Hardbass. Wollte ich mal unbedingt probieren. Und deswegen zeige ich euch jetzt mal, was ich draus gemacht habe. So, ich habe gesagt, wir machen Hardbass auf dem Bildschirm. Das Ganze hört ihr mit einem Stereo-Mikro, was ich hier vorne platziert habe. Und wir legen einfach los. So, ich lege erstmal das Tempo fest. Ich würde sagen 150. Der Kick klingt schon mal vielversprechend. Zur Sicherheit beobachte ich mal die ganzen Frequenzen, ob da alles gut ist. Ah, sieht gut aus. Okay, das nächste, was wir brauchen, ist natürlich so ein Bass, ne? So ein Wap, Wap. Das ist auch geil. Oh, der musste raus. Der auch. Oh. Everybody dance now. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist der. Ah, aber es muss noch schneller sein. Yes! Genau, und den Sound, den ich noch davor hatte, der kommt noch dazu. So dumm, Alter. Ah, perfekt. Flatsch und zack, jawoll ja. Und zack, bam. Und hier noch eine Flatsche. Da nochmal hingeklatscht. Bisher gefällt es mir. Die Grundidee richtig komplett festzuhalten, brauche ich auf jeden Fall noch Vocals. Und ich brauche richtige, schöne, russische Vocals. Wo kriege ich die jetzt her? Will do. What are you looking for? Patrol here. Right. Right. Brauche was Russisches, nicht ein Typ, der wie ein Russe klingt. Da. Wow, das erste russische Wort. Da. That's very nice. Thank you. I'm hungry. Oh, frag mich mal, Alter. Noch gar nichts gegessen. Finde ich gut. Kann man nehmen. So, we have the Russian vocals. I will try to put it in now. Hope it fits. Yikes, nicht im Takt. Wodka habe ich auf jeden Fall verstanden. Ich will auf jeden Fall noch was Melodisches haben. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Trommelwirbel. So, jetzt baue ich noch ein paar kleine Spielereien rein. Ja, perfekt. Hoho, ja. Ah, das Crashbecken fehlt noch. So, jetzt bin ich mega gespannt, was für eine Scheiße ich draus gebaut habe. Da könnte man natürlich noch mehr machen, aber ich wünsche euch viel Spaß mit dem Track und lasst auf jeden Fall gleich ein Feedback da.
Krass, ich hätte nicht gedacht, dass es so einigermaßen gut hinhaut. Aber wenn euch das Video gefallen hat, gerne mit einem Like zeigen. Und ansonsten kommentiert gerne und auch kreativ, weil vielleicht landet ihr auch im nächsten Kommentarvideo bei mir. Ein Riesendank an BenQ für den Support. Ich bin mega zufrieden mit dem Bildschirm und arbeite super gerne mit dem Teil. Und für die Neuen, die sich hierhin verirrt haben und sich für Musik interessieren, gerne diesen Channel abonnieren und die Glocke aktivieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf der nächsten Rave-Party. Party!